Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Train Life, a Railway Simulator. Wir sind auf unserer Jungfernfahrt mit der neuen Koch-Leschner Elektrolok und kommen mit der überhaupt gar nicht zurecht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe absolute Probleme mit der Variante hier. So, hier haben wir als blinkende Signale, aber wir dürften fahren. Wir haben kein Rotsignal. Ich fahre mal langsam, aber da hinten kriegen wir Rotsignal. Hier Bretter. Ihr habt Bretter geladen, ne? War nicht hier noch... Kam jetzt hier nicht noch ein... Hauptbahnhof ist der nächste. Den wir anfunken müssen. Den Hauptbahnhof, und dann sind wir da. Endlich hat der Regen mal aufgehört. Die ganze Nacht hat es jetzt geregnet fast. Kann ich anfunken? Immer noch nicht. So, war das jetzt schon wieder? Irgendwas stimmt nicht. Blinkende Signale heißt, ich darf trotzdem durchfahren. Aber warum haben wir Handlungsbedarf? Funken vielleicht? Haben wir Funken?
Kannst du umschalten? Auch nicht. Hauptbahnhof ist in Range. Hello. We're prepared to receive you and have marked tracks for your arrival. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt, ne? Würde ich mal behaupten, oder? Aber warum hatte ich jetzt die Warnung gerade bekommen, diese Funkwarnung? Da bin ich mir noch nicht so sicher, warum wir die bekommen haben. Ach, da bin ich jetzt müde. Harter Tag hier. Fahrt war jetzt wirklich anstrengend. So, da sind sie, zwei Türmchen. Wir sind wieder zu Hause. Juhu. Mach das Kölsch auf. Zurück von Frankreich. Mit nur einem Waggon, ne? Das darf man auch keinem erzählen. Also wirtschaftlich waren wir in dieser Fahrt überhaupt nicht. Dann habe ich noch aus Versehen in der ganzen Fahrt einfach mal die Notbremse reingehämmert. Einfach mal nur so. Nächste müsste Köln-Lagerhaus sein, ne? Geh mal ein bisschen vom Gas jetzt. Nächste... Oh! Hello, you're clear to arrive. Oh, 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 oh. Wir sind zu schnell, wir sind viel zu schnell, wir sind viel zu schnell.
Verdammte Axt, Mann. Da habe ich nicht aufgepasst. Seht ihr das? So schnell geht das. Es ging noch mal gut, aber wir stehen garantiert wieder. Ja. Wir wollten ja Abstellgleis, ne? Kann ich hinten rumfahren? Würde das passen? Abstellgleis hinten rum? Nee, ne? Das heißt, ich muss zurück. Ja, wird Zeit für mich. Wir sind heute zu viel gefahren hier. Das war anstrengend. Also die Fahrt hat mich jetzt wirklich richtig viel Geld, Kraft gekostet. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil hier halt neue Lok und so. Vielleicht brauche ich noch ein, zwei Fahrten, um reinzukommen. Aber ich fühle mich nicht wohl mit dieser Lok. Da fand ich die Salzgitter wirklich tatsächlich schöner, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, ich funk mal an, dass wir hier... This is the station operator. You've been given clearance. Proceed to entry. So, ich würde gerne rechts abbiegen. Also ihr seht es, ich hatte komplette Probleme, ne? Dann sind wir hier noch ziemlich schnell reingeballert. Das sollen schön unsere Mitarbeiter machen hier, das Reinfahren immer. Das ist ja mal extrem nervig. Da kommen wir jetzt hier tatsächlich mit einem blöden Gleis kommen wir jetzt rein und stellen den Dreh mal jetzt hier ab. So, dann einmal hier entkoppeln bitte. Confirm Delivery beenden. So, das hat uns jetzt 204 XP gebracht, also nicht wirklich viel. Von daher möchte ich jetzt gerne hier meine Lok noch reparieren. Das mache ich aber offline, beziehungsweise vielleicht verkaufe ich die sogar auch wieder. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Also ich werde mit ihr nicht warm. Ich schaue es mir jetzt in Ruhe an. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.